Die erste Frage nicht zum Spiel gegen die Belgischen, sondern zur dänischen Nationalmannschaft. Du feierst ein Comeback. Ja, ja, ja. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich wurde gefragt. Eigentlich hatte ich ja schon abgesagt für den Rest dieser Saison. Ich wusste schon, welches schwere Programm wir hatten. Habe auch gesehen, da gibt es einfach kein Loch dafür. Jetzt habe ich im Januar frei gehabt. Fühle ein bisschen Überschuss. Das war jetzt für eine Woche. Und habe schon entschieden, wenn ich wieder nach Dänemark gehe, möchte ich gerne. Dann kam diese Woche dazu. Ich freue mich schon, wieder die Jungs zu sehen und mit denen zusammen zu sein. Okay, aber noch ein paar Worte zum heutigen Spiel. Der Bergische HC, Halbzeit 16-16. Was hat der Trainer in der Halbzeit euch gesagt? Dass wir gewinnen sollen. Das war eigentlich okay. Also wir hatten ein ganz gutes Gefühl zur Halbzeit. Trotz 16-16 ein paar große Chancen verworfen, ein paar Löcher aufgemacht in Abwehr. Aber trotzdem ein gutes Gefühl. Unser Angriff lief schon okay. Und ein bisschen kompakter Abwehr, dann würde es schon gehen. Und das hat ja geklappt. Nach 6 Minuten, glaube ich, haben wir zweite Halbzeit 6-2 oder sowas geführt. Die haben ja Probleme gehabt, Tore zu machen. Und unser Angriff lief weiter. Dadurch wurde es auch relativ klar. Was sagt so ein Spiel heute für das kommende Spiel am Samstag, Champions League gegen Skopje, aus? Ja, das war ja wichtig für uns, wieder ein bisschen in Rhythmus zu kommen. Das war hart in Berlin, das war auch hart in Hamburg, 2 Niederlagen in Folge. Wir wollten natürlich gerne gewinnen, möchten wir immer, aber das war schon wichtig für uns, diesen guten Rhythmus zu kriegen, und das, finde ich, haben wir gefunden. Okay, wir wünschen euch alles Gute für die nächsten Spiele. Vielen Dank, Anders Egger. Danke, danke. Heute wurde deine Vertragsverlängerung verkündet. Was gab denn den Ausschlag für Flensburg? Nein, aber ich fühle mich sehr wohl hier, und Flensburg hat, wir haben ganz lange gesprochen und gute Gespräche gehabt, und dann fand ich das ganz interessant jetzt mit Mike Machulas, dem neuen Trainer, und da wollte ich gerne dabei sein. Du wirst auch dabei sein. Das Motto wurde ja ausgelobt: 9 Endspiele in der Liga. Heute wurde das erste Endspiel gewonnen. In der ersten Halbzeit war es etwas schwierig bis zum 16-16, oder? Ja, also Bergische hat ja gut gespielt, aber wir waren auch ein bisschen, finde ich, so, wir waren da in Abwehr, aber nicht richtig da genug. Wir haben ein bisschen zu viel frei zu werfen und so. Und natürlich in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen mehr Parade gekriegt und ein bisschen besser gegen Stoß gelaufen. Was bedeutet das für das Spiel am Samstag? Denn da ist hier schon wieder Champions League gegen Skopje. Also Skopje war das Skopje da am Samstag. Ich meine, das wird auch ein ganz anderes Spiel, glaube ich, der noch bessere Mannschaft. Wir müssen also richtig da sein ab erster Sekunde, und wir müssen noch unsere Fans hinter den Rücken haben. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, zuerst zu Hause zu spielen? Wenn ich denke, zurück zum 2014, ist das ja ein Vorteil. Okay, da freuen wir uns drauf. Vielen Dank, Jim Gottfriedsson. Danke.